Ja, ich wünsche euch einen schönen Sonntagmorgen und danke für die Lobpreiser, die uns in die Gegenwart des Herrn geführt haben. Und am Anfang möchte ich noch kurz beten. Danke, Jesus, dass du da bist. Du sagst, wenn zwei oder drei zusammen sind, bist du mitten unter ihnen. Danke dir, Herr, dass du einfach heute bei uns bist, dass du uns erfüllst, Heiliger Geist. Wir laden dich ein. Wir bitten dich, dass du mich erfüllst und jeden Einzelnen, der hier ist. Wir bitten dich, Herr, dass du unsere Herzen öffnest und dass du dein Wort, Heiliger Geist, das Wort Gottes, uns mehr und mehr auslegst, dass wir einfach mehr und mehr von dir erfahren dürfen, dass wir verändert hinausgehen, Jesus. Und ich bitte dich, dass du uns dort begegnest, wo wir deine Begegnung brauchen und deine Berührung brauchen. Amen. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, was ich heute predigen sollte und habe mich... Also ihr kennt alle, dass, wie unsere Seele aufgebaut ist. Wir haben ein bisschen über dieses Thema schon öfters was gehört vom Engelbert. Und es gibt auch einen Bereich, das betrifft unsere Natur, betrifft unseren Charakter und dann auch den Einfluss, den wir haben. Und ich möchte einfach ein bisschen auf diese Punkte eingehen und habe mir einfach ein paar Dinge darüber, einfach ein paar Gedanken darüber gemacht. Und möchte einfach am Anfang über die Natur sprechen. Und da ist mir eine Bibelstelle eingefallen. Ihr kennt sie alle. Ich lese es euch mal vor. Jesus und Nikodemus im Johannes 3,1. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, einer von den Oberen der Juden. Der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm: Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Also wir lesen hier, dass ein Mann zu Jesus gekommen ist, Nikodemus, und er war ein Pharisäer und ein Oberer der Pharisäer. Und wir wissen ja, dass die Pharisäer Menschen waren, die es mit Gott sehr ernst gemeint haben. Also die hatten wirklich sehr viel Hingabe. Und Pharisäer heißt eigentlich so viel wie abgesondert sein für Gott. Also das waren einfach die Leute aus Israel, die einfach das Wort Gottes geliebt haben. Die haben die Schriften, das Alte Testament gelesen, studiert, waren Schriftgelehrte und waren eigentlich, man könnte sagen, die religiöse Elite im Land. Und die Leute haben zu ihnen aufgesehen, weil sie sich gedacht haben, ja, die kennen den Herrn und die können einfach uns Gottes Wege lehren. Und sie waren in dieser Gesellschaft Israels sehr hoch angesehen. Sie hatten eine hohe Position. Und sie haben auch an Wunder geglaubt und sie haben auch das Kommen des Messias erwartet. Also sie wussten ja aus dem Alten Testament, dass der Messias kommen wird. Er ist in allen Büchern des Alten Testaments bereits prophezeit worden. Und sie haben darauf gewartet, dass dieser Messias kommt. Und wir wissen ja, dass die Pharisäer eigentlich Jesus dann sehr, sehr stark verfolgt haben. Also sie haben die wenigsten von diesen Pharisäern haben Jesus erkannt. Aber hier sehen wir einen Nikodemus, der einfach gesehen hat, dass Jesus besonders war. Und er hat hier auch gesagt: Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen. Also er hat nicht nur von sich selbst geredet, sondern eigentlich auch von den Leuten, mit denen er zu tun gehabt hat. Er hat gesagt: Wir wissen oder einige von uns wissen, dass du ein Mann bist, hinter dem Gott steht, ein Lehrer, der anerkannt werden muss. Und er hat ihn als Rabbi bezeichnet. Und Rabbi war damals eine sehr hohe, ich sage jetzt mal, Anerkennung. Also Nikodemus hat Jesus als Rabbi anerkannt, als ein Meister der Schrift, der einfach das Wort Gottes auslegen kann und hat gesagt, die Zeichen, die du tust, zeichnen dich aus, dass du von Gott gesandt bist, dass du von ihm gekommen bist. Und Nikodemus war unter diesen Pharisäern auch noch ein Oberer, also er war im Sanhedrin, er war in diesem religiösen Rat und wir können sehen, also er hatte eine sehr hohe Position in dieser Gesellschaft inne. Und wir sehen hier, zu welcher Zeit ist er denn zu Jesus gekommen? Ist er in der Mitte des Tages gekommen oder was steht drinnen? Also er ist in der Nacht gekommen. Er ist dann gekommen, damit ihn niemand sehen konnte. Also ich glaube nicht, dass er sich geschämt hat, aber ich glaube, er wollte kein Aufsehen erregen. Er wusste, dass bei den Leuten, mit denen er zu tun hatte, gab es kritische Stimmen gegenüber Jesus und die haben gedacht, der ist vom Teufel, der ist nicht vom Herrn und er ist dann einfach bei Nacht gekommen und wollte eben, dass kein Aufsehen erregt wird und hat dann so mit Jesus gesprochen. Und dann heißt es, Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Jesus hat zu ihm gesagt,
du erkennst, dass ich ein Rabbi bin, du erkennst, dass ich ein Lehrer bin, aber die eigentliche Offenbarung, warum ich gekommen bin und wer ich bin, ist dir noch verborgen. Dazu musst du wiedergeboren werden, dazu musst du von Neuem geboren werden. Und Nikodemus hat dann diese Aussage irgendwie irdisch herabgebrochen und hat dann zu ihm gesagt, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Also er hat sich gedacht, ja, jetzt muss er wieder in den Körper seiner Mutter gehen, in irgendeiner Form wieder auf diese Welt geboren werden. Aber Jesus hat dann zu ihm geantwortet, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Also wir sehen hier, Jesus hat ihm dann gesagt, diese Wiedergeburt, von der ich spreche, dieses Neugeborensein, ist eine geistige Wiedergeburt. Du musst wiedergeboren werden aus Wasser und Geist. Und wir haben auch vor einigen Wochen darüber gesprochen, dass Jesus ist auch einer Frau am Samariterbrunnen begegnet, also an diesem Brunnen Jakobs. Und er hat sie gebeten, dass sie ihm etwas zu trinken gibt. Und er hat dann zu ihr Folgendes gesagt, das möchte ich euch kurz vorlesen, Johannes 4,13. Wer von diesem Wasser trinkt, von diesem Brunnenwasser, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, die in das ewige Leben quillt. Also wir sehen hier geht es auch darum, um diese Wiedergeburt aus Wasser und Geist. Es geht darum, wenn wir von Jesus dieses lebendige Wasser empfangen, dann legt er diesen Brunnen in unser Herz hinein und wir werden wiedergeboren und dieses Wasser quillt in das ewige Leben. Also wir werden dann einfach mit Gott verbunden und wir können uns vorstellen wie ein Wasserfall oder wie ein Strom lebendigen Wassers, der in uns hineingelegt wird und der unser ganzes Leben durchflutet und uns in die Ewigkeit hinüberspült, könnte man sagen. Und wenn wir das Gespräch dann weiterverfolgen, dann sagt dann Jesus zu ihm, du bist Israels Lehrer und weißt nicht, wie das geschehen soll mit dieser Wiedergeburt. Also wir sehen, Nikodemus selbst war ein Lehrer, ein anerkannter Lehrer und er ist dann zu Jesus gekommen und wurde von ihm eigentlich des Besseren noch belehrt. Er hat ihn noch tiefer in diese Geheimnisse Gottes eingeweiht und wir sehen dann, also Nikodemus ist nicht die letzte Begegnung mit ihm, sondern Nikodemus hat diesen Dienst von Jesus verfolgt und er ist dann auch ein Gläubiger geworden. Also er hat Jesus nicht nur als Rabbi erkannt, er hat ihn nicht nur als Lehrer erkannt, sondern er hat ihn dann später auch wirklich als Messias erkannt, als Sohn Gottes. Und ich kann euch das auch vorlesen. Im Johannes 19 sehen wir, dass dieser Nikodemus ein Gläubiger, ein Jünger geworden ist, zwar ein heimlicher Jünger, aber er ist ein Jünger geworden. Und zwar im Johannes, muss ich kurz schauen, Johannes 19, Vers 38. Jesu Grablegung. Danach bat Josef von Arimathäa, der ein Jünger Jesu war, doch heimlich aus Furcht vor den Juden, den Pilatus, dass er den Leichnam Jesu abnehmen dürfe. Und Pilatus erlaubte es, da kam er und nahm den Leichnam Jesu ab. Es kam aber auch Nikodemus, der vormals in der Nacht zu Jesus gekommen war und brachte Myrrhe, gemischt mit Aloe, etwa 100 Pfund. Da nahmen sie den Leichnam Jesu und banden ihn in Leinentücher mit wohlriechenden Ölen, wie die Juden zu begraben pflegen. Also wir sehen hier, sowohl Josef von Arimathäa war einer dieser Pharisäer aus dem Sanhedrin, als auch Nikodemus und beide sind gekommen und haben Jesus gesalbt und haben ihn ins Grab gelegt. Beide sind jünger geworden, beide sind dann auch wiedergeboren worden und sind wirklich Jesus nachgefolgt. Und wir sehen, Jesus hatte Nachfolger sowohl aus den tiefsten Schichten der Gesellschaft, also sogar, ich sage jetzt mal, Prostituierte sind ihm nachgefolgt, aber genauso auch Leute von der höchsten Position haben erkannt, dass er der Christus ist, dass er nicht nur ein Rabbi ist, dass er nicht nur ein Lehrer ist, sondern haben erkannt, dass er wirklich der Sohn Gottes ist, auf den sie so lange gewartet haben. Bitte, ja? 50 Kilo Öl, okay, ja. Ja, also sehr viel, sie haben ihn mit sehr viel Öl gesalbt. Dann, wenn wir, ich würde euch noch was vorlesen im 2. Korintherbrief, ihr kennt auch diese Bibelstelle, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Also wenn wir wirklich wiedergeboren werden, wenn wir Jesus in unser Herz aufnehmen, ist es so, dass wir eine neue Schöpfung werden. Christus wird in unseren Geist hineingeboren und
Moises Caballero, unser Apostel, hat mal eine Predigt gehalten und er hat dort auch darüber gesprochen, über diese neue Natur, die wir bekommen. Also stellt euch vor, ihr werdet zu einem Schaf und früher hatten wir eher so die Natur eines Schweins. Und wenn wir die beiden Tiere miteinander vergleichen, dann wenn du, also ich war gerade vor kurzem mit unserem Kleinsten beim Bauernhof und dort haben wir die Schweine bewundert und die sind, also die fühlen sich echt sauwohl im Schlamm. Also die sind einfach total verdreckt und du kannst ein Schwein nehmen und du kannst es sauber abwaschen, du könntest es in die Badewanne stecken, du könntest ihm ein Sonntagskleid anziehen und so weiter. Aber sobald es eine Pfütze sieht, macht es nichts lieber, als wieder in diese Pfütze hineinzurennen und sich im Schlamm zu wälzen, weil es einfach der Natur des Schweins entspricht, es sich im Dreck wohlzufühlen. Und stellt euch vor, so war unsere frühere Natur. Also jeder vielleicht ein bisschen anders, aber wir haben uns in irgendeiner Form in der Sünde wohlgefühlt, wir haben uns im Dreck wohlgefühlt, wir haben uns damit identifiziert, es war eigentlich unser Leben, unser Lebensmittelpunkt. Und jetzt, als Jesus in unser Herz hineingekommen ist, haben wir eine neue Natur bekommen. Wir sind Schafe geworden. Und ein Schaf ist ein anderes Tier. Wenn ein Schaf dreckig wird, was ist dann? Dann fühlt es sich in irgendeiner Form unwohl. Es möchte diesen Dreck abwischen, es möchte wieder sauber werden. Und es kann passieren, dass es dreckig wird, aber es fühlt sich darin in diesem Schlamm, in diesem Matsch nicht wohl. Es möchte irgendwie wieder sauber werden. Und so können wir eigentlich auch unsere Natur vergleichen. Wenn Jesus in uns geboren wird, haben wir immer noch unsere alte, adamitische Natur in uns, vom alten Menschen, die sich in irgendeiner Form wohlfühlt im Dreck, die sich wohlfühlt in der Sünde. Aber auf der anderen Seite ist dieses Schaf in uns hineingeboren worden, das diese sich nicht mehr wohlfühlt. Und wenn du wiedergeboren bist, dann ist es so, dass du auch Sünde nicht mehr genießen kannst. Also in irgendeiner Form ist es so, dass der Geist zu dir spricht, dass das, was du machst, nicht richtig ist. Und das belastet dich in irgendeiner Form. Also dieses Gewissen wird in irgendeiner Form wieder neu aktiviert, wird wieder verstärkt. Und diese neue Natur in dir zeigt dir einfach, dass wenn du falsche Wege gehst, wenn du falsche Gewohnheiten hast, dass du dich einfach dabei nicht wohlfühlst. Jetzt ist aber diese alte Natur noch nicht ganz weg. Also sie ist noch nicht abgestorben, sondern ich denke mir, viele von uns kennen das, dass wir wissen, was gut wäre, was gut ist, aber irgendwo zieht unsere alte fleischliche Natur immer noch, hat noch bestimmte Bedürfnisse, hat noch bestimmte Begierden und es ist ein Prozess, dass wir wirklich in diese Lammsnatur, in diesen Lammscharakter hineinkommen, dass wir einfach entsprechend einem Schaf leben und nicht mehr entsprechend einem Schwein leben. Und der Herr sagt auch, also er vergleicht unsere alte Natur, unser Fleisch mit dem alten Adam und Jesus Christus ist der neue Adam, der in unseren Geist hineingeboren wurde, eben diese neue Schöpfung. Und diese beiden Naturen, die jetzt in uns sind, sind im Kampf miteinander. Ich kann euch hier auch eine Bibelstelle vorlesen aus dem Galaterbrief, Galater 5,16. Ich sage aber, lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Also der Paulus schreibt diesen Brief und er sagt, ihr Christen habt immer noch Begierden des Fleisches, ist immer noch da, ist noch nicht alles tot, aber er sagt, wenn ihr im Geist lebt, dann werdet ihr das überwinden, dann werden diese Begierden weniger, sie werden weniger stark, sie werden weniger spürbar. Und er sagt dann hier, denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch, die sind gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Also wir sehen hier, in unserem Innern tobt dieser Kampf, unser altes Fleisch, unsere alte Natur, ich sage jetzt mal diese schweinische Natur, im Vergleich zu unserer neuen Natur, zu dieser Natur des Lammes, die in uns drinnen ist. Und wir können uns jeden Tag entscheiden, welcher Natur wir mehr Raum geben. Der Paulus beschreibt auch im Römerbrief einen Menschen, der in diesem Kampf drinnen steht. Und ich denke mir, hier wird auch ein fleischlicher Christ beschrieben, der seinem Fleisch relativ viel Raum gibt. Ich lese es einfach mal vor im Römer 7, Vers 15. Denn ich weiß nicht, was ich tue, denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Also wir sehen hier einen Menschen, der irgendwo zwiegespalten ist. Er möchte das Gute tun, macht aber irgendwo das Schlechte. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so gebe ich zu, dass das Gesetz gut ist. So tue nun nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt.
denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Also wir sehen hier diesen Christen, der wiedergeboren ist, Gottes Natur lebt in ihm, aber eben auch noch seine alte fleischliche Natur. Wir sehen diesen Kampf, der in ihm tobt, und er sagt, in eigener Kraft kann ich es nicht machen. Ich möchte das Gute machen, ich habe Gott in mir, Christus in mir, und ich möchte jetzt eigentlich in eigener Kraft das umsetzen, aber er merkt, er scheitert immer wieder. Oder vielleicht, wenn du weißt, was eine Sucht ist, dann kannst du dir das vorstellen. Du weißt vielleicht, es ist nicht gut, was ich mache, ich schädige mich selbst, ich schädige meinen Körper, ich schädige meinen Verstand, wie auch immer, aber das ist etwas in dir drinnen, das dich dazu hinzieht. Also wenn jemand zum Beispiel alkoholabhängig ist, dann denke ich mir, am Morgen früh steht er auf und denkt sich, ja, heute lasse ich es, weil ich weiß, macht meine Beziehungen kaputt, macht meine Familie kaputt und so weiter, macht meinen Körper kaputt, aber das Begehren wird stärker bis am Abend und irgendwann gibt er dem Begehren nach, weil er es in eigener Kraft nicht überwinden kann. Und der Herr sagt, du musst das auch nicht in eigener Kraft machen, ich gebe dir die Kraft dazu, um das einfach zu überwinden, um diese alte fleischliche Natur im Tod zu behalten, am Kreuz zu behalten und dass du in dieser neuen Natur leben kannst. Es heißt auch, im Galaterbrief lesen wir auch davon, dass wenn wir auf das Fleisch säen, werden wir vom Fleisch das Verderben, den Tod ernten. Wenn wir aber auf den Geist säen, dann werden wir vom Geist das ewige Leben ernten. Also wir können uns entscheiden, wie wir unseren Acker bebauen, wie wir unser Herz bebauen, was wir für Samen hineinlassen, ob wir Unkraut hineinlassen oder nicht. Und was ich auch interessant finde, ihr kennt alle diese Geschichte, als Paulus unterwegs war nach Damaskus. Auch er war ein Pharisäer. Er hat sich gedacht, Jesus ist ein Verführer gewesen. Er hat sich gedacht, die Christen sind eine Sekte, die zerstört werden sollen. Und Jesus Christus ist ihm begegnet auf diesem Weg nach Damaskus. Und er hat dort diese neue Natur bekommen. Jesus ist ihm begegnet und wir sehen, seine Natur wurde verändert. Dieses alte Leben wurde einfach über den Haufen geworfen und er hat diese neue Natur von Jesus Christus empfangen. Und das ist einfach dieser Punkt, dass wir, ich glaube, es ist wichtig zu wissen, dass wir nicht verzweifeln, wenn wir einfach merken, in uns sind bestimmte Dinge, die noch nicht ganz erneuert sind, die noch nicht völlig geheiligt sind, die einfach, wo wir einfach noch unterwegs sind, wo wir Gottes Hilfe brauchen, ist ein Prozess, dass wir einfach mehr und mehr in diese Natur des Lammes hineinfinden, dass wir einfach mehr in diesem Bereich leben. Dann der zweite Bereich, der auch wichtig ist, betrifft unseren Charakter. Die Frage ist, was ist unser Charakter? Charakter ist etwas, was unsere Seele betrifft. Die Natur, denke ich mir, betrifft, die neue Lammesnatur betrifft eher unseren Geist, aber dieser Charakter betrifft unsere Seele, ist ein Teil unserer Seele. Und wir sagen ja manchmal, ja, dieser Mensch hat einen guten Charakter oder der andere hat einen schlechten Charakter. Also wir beurteilen einander entsprechend unserem Charakter. Die Frage ist, was ist denn der Charakter? Also wie kann man das beschreiben? Ich denke mir, wenn man jemanden reden hört, dann kann man irgendwie auf seinen Charakter schließen. Wenn man die Taten von jemandem anschaut, kann man auch auf seinen Charakter schließen. Also der Charakter hat etwas mit unserem inneren Wesen zu tun, wer wir sind, was uns wichtig ist, auch was wir für Werte haben. Wenn zum Beispiel jemand immer irgendwie etwas verspricht und es dann nicht hält, zum Beispiel, könnte man sagen, der hat irgendwann einen Charaktermangel. Das ist kein guter Charakter, wenn man immer irgendwas verspricht und es dann nicht hält, zum Beispiel. Oder wenn man lügt oder wenn man stiehlt oder was auch immer, dann wären das irgendwo Charakterfehler. Und wir dürfen wissen, der Herr möchte unseren Charakter entwickeln. Er möchte uns verwandeln und möchte uns ähnlich gestalten, wie er selbst ist. Also wir sollen in das Bild Jesu Christi verwandelt werden. Und oft ist es so, dass manche Menschen einen schwierigen Lebensweg gehen müssen und der Charakter wird geformt, oft durch ganz, ganz schwierige Umstände. Also ich wundere mich oft, gerade bei Christen, die oft schwierige Dinge durchmachen müssen, aber man sieht dann einfach im Nachhinein oft, dass dieser Charakter geformt worden ist.
oft im Leiden, oft durch schwierige Umstände, und dann Gott etwas von seinem Wesen offenbar machen kann, das ohne diese schwierigen Umstände nicht möglich gewesen wäre. Also wenn du jetzt zurückschaust in dein Leben und erkennst, wo du schon überall durchgegangen bist, was du für schwierige Situationen gehabt hast, dann kannst du sehen, der Herr hat auch in diesen Situationen, kann das für sich verherrlichen, weil er dadurch etwas Gutes bewirken kann. Also er kann diesen Charakter in dir formen, er kann Gottes einfach Charakter in dich hineinlegen. Oft nicht dann, wenn es dir immer gut geht, wenn immer alles ganz einfach ist, sondern oft gerade dann, wenn es ganz schwierig ist, wird dieser Charakter mehr und mehr in dich hineingelegt. Es gibt hier auch eine interessante Stelle im Römerbrief. Ich lese euch das mal vor, wie unser Charakter entwickelt wird. Paulus schreibt hier im Vers 3, Römer 5, 3: Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung, Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Paulus sagt auch an einer anderen Stelle, dass er sich der Bedrängnisse rühmt, weil diese Bedrängnisse zu etwas führen in seinem Leben. Und das Erste, was er hier sagt: Wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Und ich habe mir mal diese Worte angeschaut, was im Urtext steht. Dieses Wort Bedrängnis heißt so viel wie Bedrückung, Drangsal, und steht so für das Leiden der Christen in dieser Welt. Also ich denke mir, hier in Österreich ist es noch relativ einfach, Christ zu sein. Wir werden nicht verfolgt, wir werden nicht getötet wegen unserem Glauben. Aber es gibt viele Länder auf dieser Welt, wo das sehr gefährlich ist. Wenn du Christ bist, wenn du zum Beispiel in Afghanistan unter der Taliban Christ bist, dann hast du mit Verfolgung zu tun. Und es gab auch in der Geschichte, im alten Rom, Nero zum Beispiel hat viele Christen einfach den Löwen vorgeworfen, hat sie gesteinigt, hat sie getötet. Und so, wenn wir die ganze Geschichte anschauen, wurden Christen immer wieder auf das Blutigste verfolgt. Was aber interessant ist, ist, dass die christlichen Gemeinden oft viel mehr gewachsen sind in Zeiten der Unterdrückung und Zeiten der Verfolgung als in Zeiten des Friedens. Also einfach, weil dort vielleicht mehr von Gottes Charakter in die Christen hineingelegt wurde. Sie waren oft bereit, mehr von Jesus zu erzählen unter Verfolgung als in friedlichen Zeiten. Ist irgendwie paradox, aber lässt sich so in der Geschichte ablesen. Und Paulus sagt hier, Bedrängnis ist an sich nichts Schlechtes. Bedrängnis in deinem Leben, diese Bedrückung, dieses Leiden, diese schwierigen Situationen aufgrund deines Glaubens, die führen dazu, dass du geduldig wirst. Und Geduld heißt auch so viel wie, dass wir ausharren können unter schwierigen Umständen. Also Geduld im wörtlichen Sinn bedeutet, du bekommst in der Bedrängnis die Fähigkeit des Herrn, diese Bedrängnis einfach durchzustehen, zu ertragen. Also wenn der Herr dich wenn du in deinem Leben in einer Situation bist, wo du nicht mehr weiter kannst, wo du ans Ende deiner Kraft kommst, dann sagt der Herr, in dieser Situation werde ich bei dir sein und ich gebe dir die Kraft zum Überwinden. Ich gebe dir Hilfe dafür. Wir haben gerade letzte oder vorletzte Woche von Tommy gehört. Er hat gesprochen über dieses Tal des Todesschattens. Er sagt, wenn du da durchgehst, dann sagt der Herr, ich bin bei dir, ich helfe dir, ich führe dich da durch, du bist nicht alleine. Und das ist so viel wie diese Geduld, dieses Ausharren, dass wir in schwierigen Umständen im Tal des Todesschattens wissen dürfen, der Herr ist bei uns und er hilft uns zu ertragen. Wir werden nicht über unser Maß versucht. Also er mutet uns nicht mehr zu, als wir ertragen können. Also er gibt uns diese Fähigkeit, diese bösen Dinge, die uns umgeben, zu ertragen. Und dann sagt er, diese Geduld führt zur Bewährung. Es ist immer so wie ein Aufbau, oder? Die Bedrängnis führt zu diesem Ausharren und das Ausharren führt zur Bewährung. Wir kennen diesen Begriff Bewährung auch aus dem Gericht, dass jemand auf Bewährung freigelassen wird. Das heißt, er hat sich davor irgendwo gut verhalten, wenn du im Gefängnis dich gut verhältst und nicht weiter irgendwie was verbockst, dann lässt man dich früher raus. Also du kommst auf Bewährung raus, weil du dich bis dahin bewährt hast. Bewährung heißt, dass du dich eben in diesen schwierigen Umständen durchgehalten hast und das ist ein Beweis deiner Echtheit, deiner Vertrauenswürdigkeit.
Also das heißt, wenn du dich bewährt hast, dann hast du gezeigt, dass du durchgehalten hast, dass du durchgebrochen bist und eben, dass du die Prüfung in irgendeiner Form bestanden hast. Ich denke mir, oft nimmt man vielleicht für bestimmte Positionen in einer Firma oder wo auch immer Menschen, die sich bewährt haben. Menschen, die schon gezeigt haben, dass sie in schwierigen Umständen treu sind, dabei bleiben und so weiter. Und ich glaube, Gott macht das auch nicht anders, dass er einfach schaut, dass er einfach bewährte Menschen nimmt, die einfach gezeigt haben, dass sie treu sind, dass sie in schwierigen Umständen standgehalten haben. Zum Beispiel sagt er, zu Timotheus schreibt Paulus, wenn du jemanden aussuchst für die Gemeinde als Ältester, als Diakon und so weiter, dann musst du jemanden nehmen, der sich bewährt hat. Also nicht jemand, der sich auszeichnet durch wunderbare Gaben oder indem er sehr redegewandt ist oder was auch immer, sondern du musst jemanden aussuchen, der Charakter bewiesen hat in seinem Leben, der zum Beispiel in seiner Ehe, in seiner Familie, in seinem Leben Charakter gezeigt hat und dann kannst du ihn verwenden, weil er einfach dann in irgendeiner Form gezeigt hat, dass Christus in ihm lebt, dass er hat dieser Natur des Lammes Raum gegeben, dass sie in seiner Seele, ich sage jetzt einmal, Früchte getragen hat. Also Paulus sagt, schau nicht auf die Gaben, schau auf die Früchte. Die Gaben werden sich dann automatisch ergeben, wenn die Früchte stimmen. So könnte man es auch vielleicht übersetzen. Dann schauen wir weiter. Also er sagt, diese Bewährung führt zur Hoffnung. Und das Wort Hoffnung, hier geht es um Erwartung für das zukünftige Kommen des Herrn. Also wenn du bewährt bist, schenkt der Herr dir Hoffnung und er richtet deine Vision aus auf Jesus, auf das Kommen Christi. Ich kann euch hier auch noch was lesen, was hier mit der Hoffnung zu tun hat. Also ich habe euch schon mal gesagt, bei der, glaube ich, der letzten Predigt, für mich ist es ein bisschen schwierig, Hoffnung zu erklären. Brauche selbst noch mehr Offenbarung darüber, was Hoffnung genau ist. Aber es heißt hier im 2. Petrus 1,19, umso fester haben wir das prophetische Wort und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Ich denke mir, das hat was zu tun mit Hoffnung. Also wir befinden uns in einer schwierigen Situation, wir befinden uns in Finsternis. Der Herr gibt ein prophetisches Wort, das leuchtet für dich wie ein Stern. Du kannst dich auf dieses prophetische Wort konzentrieren. Du hast Finsternis um dich herum, aber dieses prophetische Wort gibt dir Kraft, einfach zu glauben, dich auszurichten, die Ankunft des Herrn zu erwarten, die Verheißung zu erwarten. Und es heißt, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Also bis Jesus in dir durchgebrochen ist, bis dieser Morgenstern kommt, hast du dieses prophetische Wort und das gibt dir Hoffnung. Also Hoffnung heißt in irgendeiner Form, dass du ausgerichtet wirst auf Jesus, dass du eine Vision von ihm bekommst, dass du wiederum mehr ausharren kannst, dass du mehr einfach auf ihn vertrauen kannst, dass er zur richtigen Zeit kommt und dann plötzlich diese Finsternis verschwindet, wenn er als Morgenstern in deinem Leben, in deinem Herzen aufgeht. Es heißt dann weiter, ich muss nochmal zurückgehen zum Römer, Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Also der Paulus sagt, diese Liebe Gottes, die Agape Gottes ist bereits in dein Herz ausgegossen. Jesus hat bereits diese Liebe in dich hineingelegt, aber er möchte, dass diese Liebe eben auch dein ganzes Herz durchflutet. Er möchte mit dieser Liebe auch nach außen gehen. Er möchte, dass er einfach andere Menschen dadurch anrührt. Und interessant ist, dieses Wort hier für ausgegossen ist das gleiche Wort, wie für das verwendet wird, als Jesus sagt beim Abendmahl, das ist das Blut des Bundes, das für euch vergossen wird. Also das Blut, das vergossen wurde, ist das gleiche Wort, das hier verwendet wird, wie für diese Liebe, die in dein Herz ausgegossen worden ist. Also Jesus hat sein Blut für dich vergossen. Er hat diese Liebe, die er am Kreuz erwirkt hat, in dich hineingelegt. Er hat sie in dich hineingegossen. Sie ist bereits vollständig da, aber sie muss noch in unserem Leben einfach entwickelt werden. Sie muss sich in unser ganzes Sein durchdringen. Und wenn wir den Charakter besprechen oder über Charakter reden, dann glaube ich, dass eben dieses Wort Agape den Charakter Gottes sehr gut beschreiben kann. Wir wissen, es gibt im 1. Korinther
eine interessante Stelle über die Liebe Gottes. Und lesen wir da einfach mal kurz hinein. Also ihr seht hier, hier wird diese Agape Gottes beschrieben. Und die Agape zeigt sich auch in dem, der Vater im Himmel hat seinen einzigen eingeborenen Sohn gegeben. Jesus war bereit, sein Leben auszugießen. Jesus war bereit, am Kreuz sich für uns einfach töten zu lassen. Er war bereit, in die Hölle für uns zu gehen. Das ist die Liebe, die bereit ist, das Leben für andere zu geben. Und der Herr möchte von uns auch diese, also er hat diese Liebe in uns hineingelegt und er möchte, dass sie so stark zum Ausdruck kommt, bis wir auch bereit sind, unser Leben für unsere Geschwister hinzugeben. Ich lese euch einfach vor im 1. Korinther 13, 4, wie diese Liebe ist. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Und dann, die Liebe hört niemals auf. Also wir sehen hier, was mich hier auch berührt, ist, die Liebe lässt sich nicht erbittern. Also auch wenn ein Mensch durch schwierige Umstände gehen muss, wenn du vielleicht in deiner Familie Ablehnung erfährst, wenn du in deinem Umfeld nicht verstanden wirst und so weiter, so heißt es hier, die Liebe lässt sich nicht erbittern. Also diese Agape-Liebe Gottes fängt immer wieder neu an. Sie ist bereit zu vergeben. Sie ist nicht so, dass sie sagt, ich schließe mit diesem Menschen ab, sondern auch wenn es schmerzhaft ist, sie bleibt weich. Das Herz bleibt weich, es verhärtet sich nicht. Und das kann auch wieder nur durch Gnade passieren. Also manche Menschen erfahren sehr viel, sehr viel schwierige Situationen, auch Ungerechtigkeiten von anderen Menschen, aber sie können ihr Herz weich behalten. Sie können sich frei halten von Bitterkeit. Sie rechnen das Böse nicht zu. Sie können in irgendeiner Form diese Vergebung behalten. Sie freuen sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freuen sich an der Wahrheit. Also sie freuen sich nicht, wenn ein anderer in irgendeiner Form ins Unglück gerät oder wie auch immer. Vielleicht, wenn ein Feind oder jemand, der dir Übles getan hat, wenn der jetzt irgendwie drankommt und wenn der in irgendeiner Form jetzt selbst Schwierigkeiten hat. Die Liebe, die Agape, freut sich nicht drüber, sondern ist bereit, auch für Feinde zu beten, ist bereit, das Leben für andere hinzugeben. Das heißt, sie sucht nicht das Ihre. Sie sucht nicht das, also sie sucht nicht, ist nicht egoistisch, sie denkt nicht an sich selbst, sondern denkt an den anderen. Sie hält den anderen eigentlich höher als sich selbst. Es heißt auch hier, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles, sie hört niemals auf. Also die Liebe hat einen langen Atem. Kann man sich vielleicht erklären, manche Eltern haben oft sehr Schwierigkeiten mit ihren Kindern und diese elterliche Liebe zeigt das vielleicht sehr gut, oder dass die Kinder immer noch Kinder sind, auch wenn es ganz schwierig ist, auch wenn es Streitigkeiten gibt, auch wenn Beziehung abgebrochen wurde, dann ist es so, dass wenn jemand diese Agape-Liebe in sich trägt, dann hört sie nicht auf. Sie ist einfach da. Sie ist bereit zu vergeben. Wir sehen das auch bei diesem verlorenen Sohn, oder? Der den Vater verlassen hat, der ihn, ich sage jetzt einmal, in Schande gebracht hat oder ihn beschämt hat. Und Liebe war bereit, einfach wiederum neu anzufangen. Oder das ist diese Agape-Liebe. Und die gute Nachricht, der Herr hat sie bereits in uns ausgegossen, aber sie muss unseren gesamten Charakter erfüllen und sie muss uns einfach, muss in uns umgesetzt werden. Was mich auch fasziniert, oder eine Persönlichkeit in der Bibel, ist Josef. Und ich habe diese Geschichte ein bisschen durchgeschaut und wir wissen, Josef im Alten Testament, er war der Sohn von Jakob und er hat von seinem Vater einen besonderen Mantel bekommen. Also er hat so einen bunten Rock bekommen. Ich kann euch das kurz vorlesen. Im 1. Mose 37, Vers 3, hier heißt es, Israel aber hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war und er machte ihm einen bunten Rock.
Also Josef hat hier von seinem Vater etwas Besonderes bekommen. Er war der Sohn seiner geliebten Rachel. Er hat sehr, sehr lange auf diesen Sohn gewartet. Und ich denke mir, er liebte alle seine Söhne, aber er hatte zu diesem Sohn eine besondere Beziehung und er hat ihm diesen bunten Rock gemacht. Und das hat dazu geführt, dass seine Brüder ihm Feind wurden. Es heißt dann weiter: Als nun seine Brüder sahen, dass ihn ihr Vater lieber hatte als seine Brüder, wurden sie ihm Feind und konnten ihm kein freundliches Wort mehr sagen. Also wir sehen hier, dass die Beziehung einerseits zum Vater war eine sehr innige, tiefe Beziehung, aber die Beziehung zu den Brüdern wurde schwierig. Also die wurde irgendwie kühl, sie waren ihm feindlich gesinnt, sie haben ihm kein freundliches Wort gesagt. Und dann hatte er noch Träume. Und diese Träume haben dann gezeigt, dass er hat geträumt von 12 Garben. Eine Garbe ist stehen geblieben und 11 haben sich vor ihm geneigt. Das hat er dann auch allen erzählt. Und seine Brüder haben das dann auf sich bezogen, richtigerweise, und wurden dann noch neidischer auf ihn. Und hatte dann einen zweiten Traum mit einer Sonne, einem Mond, 11 Sterne. Alle beugen sich vor ihm. Und dann hat sogar der Vater zu ihm gesagt, hat mit ihm geschimpft und hat gesagt, ja, was soll das bedeuten, dass dein Vater, deine Mutter und alle Geschwister sich vor dir beugen sollen. Aber es heißt dann auch hier im Vers 11, und seine Brüder wurden neidisch auf ihn, aber sein Vater behielt diese Worte. Also der Vater hat irgendwo ein Gespür gehabt, das könnten prophetische Träume gewesen sein. Und wir sehen, was Gott mit diesem Jungen vorhat. Und wir wissen dann, dass Josef zu seinen Brüdern aufs Feld gegangen ist und sie wollten ihn töten. Sie haben dann aber sein Kleid von ihm abgezogen, haben das von ihm weggerissen und haben ihn dann verkauft. Also sie haben ihn zuerst in eine Grube geworfen, wollten ihn zuerst töten, aber dann haben sie ihn dann schlussendlich an eine Karawane verkauft für 20 Silberstücke. Also auch wieder ein Bild, ich denke mir auch für Jesus, Josef ist auch ein Bild für Jesus, auch er wurde verkauft. Und stellt euch vor, diese 10 Brüder, es waren damals 10 Brüder, haben ihren 11. Bruder verkauft, 20 Silberstücke, wahrscheinlich hat jeder 2 Silberstücke bekommen, haben sie sich fair aufgeteilt. Und was haben die mit diesem Geld wohl gemacht? Also es heißt dann weiter, dass der Vater wurde so tief betrübt, er wollte sich nicht trösten lassen. All die Brüder sind gekommen, wollten ihn trösten, aber er ließ sich nicht trösten und sie konnten ihm nicht sagen, was sie gemacht haben. Also es blieb ein Geheimnis, sie haben es für sich behalten. Und stellt euch vor, der Vater war am Trauern wochenlang, monatelang, sie wollten ihn trösten, aber es war schwer, ihn zu trösten und sie wussten, was sie gemacht haben, konnten es aber ihrem Vater nicht sagen. Also ich denke mir, Gott ist hier schonungslos, indem er diese Familie beschreibt, oder? Einerseits, oder? Die ganzen Brüder, die dann die Stammesväter werden für das Volk Israel, was hier eigentlich in dieser Familie passiert ist. Und es heißt dann weiter, dass sie eben diesen Rock genommen haben. Also man kann auch sagen, das, was der Vater diesem Sohn geschenkt hat, sie konnten damit nicht umgehen und haben ihm das weggerissen. Also man kann auch sagen, manche Menschen werden besonders vom himmlischen Vater vielleicht begnadigt, haben eine besondere Salbung und die Brüder töten dann diese Menschen oder die Brüder sind neidisch und reißen diese Salbung weg, reißen diesen Mantel weg. Ich denke mir, das ist auch einfach hier Josef passiert. Und ich stelle mir vor, wie er unterwegs war in dieser Karawane, wie er Angst gehabt hat, was er für Schmerzen gehabt hat in seiner Seele, dass er einfach nicht fassen konnte, dass seine eigenen Brüder ihn verkauft haben. Und jetzt war eigentlich diese Beziehung zum Vater irgendwo zerrissen. Der Vater dachte, er wäre tot. Und wir wissen dann, dass Jesus ins Haus von Potiphar gekommen ist. Und er hat gemerkt, dass Gott mit ihm war. Also ich lese euch hier was vor, im 1. Mose 39, 2. Und der Herr war mit Josef, sodass er ein Mann wurde, dem alles glückte. Und er war in seines Herrn des Ägypters Hause. Und sein Herr sah, dass der Herr mit ihm war, denn alles, was er tat, das ließ der Herr in seiner Hand glücken, sodass er Gnade fand vor seinem Herrn und sein Diener wurde. Der setzte ihn über sein Haus und alles, was er hatte, tat er unter seine Hände. Also Jesus kam aus dem Haus seines Vaters über diese, ich sage jetzt mal, Sklavenhändler in dieses Haus Potiphars und Gott war mit ihm. Also er war in einer neuen Situation, Gott war mit ihm
Und er hat dort wieder ein neues Kleid bekommen. Also dieser Potiphar hat ihm auch in irgendeiner Form einen Mantel gegeben, eine Autorität gegeben. Und auch hier wurde dieses Kleid wiederum von ihm weggerissen. Also diese Frau von Potiphar hat Gefallen gefunden an Josef, wollte ihn verführen. Aber Josef ist treu geblieben. Er hat zu ihr gesagt, wie sollte ich solch ein Übel tun an meinem Herrn und an Gott, dem Vater? Wie sollte ich so eine Sünde tun? Und sie ist immer wieder auf ihn eingedrungen, aber er ist von ihr geflohen. Und sie hat ihm dann auch hier dieses Kleid wiederum abgerissen. Und wir wissen, er ist dann zu Unrecht verurteilt worden, ins Gefängnis gekommen. Also wir sehen aus dem Haus des Vaters in das Haus Potiphars ins Gefängnis. Es war eigentlich eine stetige Abwärtsbewegung in seinem Leben. Und er hätte verbittert werden können. Er hätte, ich denke mir, normalerweise müsste man ja einen extremen Hass auf die Brüder entwickeln, weil sie einem das angetan haben. Aber wenn wir sehen, wie Gott in seinem Leben gewirkt hat, glaube ich, dass Josef ein weiches Herz behalten hat. Ich glaube, dass er einfach seinen Brüdern, er hat nicht auf die Umstände geschaut, er hat nicht auf die Brüder geschaut, er hat einfach auf den Vater geschaut, auf den himmlischen Vater. Und wir sehen, Gott war mit ihm. Auch im Gefängnis hat er wiederum Autorität bekommen, hat er wieder in irgendeiner Form eine Salbung bekommen. Es heißt hier im Vers also 39, 21, aber der Herr war mit ihm und neigte die Herzen zu ihm und ließ ihn Gnade finden vor dem Amtmann über das Gefängnis. Also wir sehen hier, ist auch wieder vom Herrn gewesen, der Herr hat die Herzen des Gefängniswärters, die Herzen der Insassen Josef zugewandt. Und er wurde dort wieder, hat wieder eine Autoritätsposition bekommen und schlussendlich hat der Amtmann hatte ein feines Leben. Josef hat alles für ihn gemanagt. Er konnte sich zurücklegen und wir wissen dann, es sind Gefangene gekommen, die hatten Träume und er hat ihnen die Träume richtig ausgelegt. Er hat gesagt, bitte vergesst mich nicht, wenn ihr rauskommt. Was haben sie gemacht? Sie haben ihn vergessen und er ist, glaube ich, noch 2 Jahre im Gefängnis gewesen. Oder? Also wiederum eine Chance, verbittert zu werden, weil Menschen, denen er geholfen hat, denen er die Wahrheit verkündigt hat, ihn wieder vergessen haben. Und er ist weiterhin in diesem Gefängnis geblieben und plötzlich kam der Traum vom Pharao und er ist an einem Tag, hat Gott ihn aus dem Gefängnis gehoben, in den Palast ist er gekommen. Und dort hat er diesen Traum dann dem Pharao ausgelegt. Und hier auch interessant, der Pharao hat gesagt, ich habe gehört, du kannst Träume deuten. Und er sagt dann zu ihm, das steht nicht bei mir, Gott wird jedoch dem Pharao Gutes verkündigen. Also er hat sich nicht irgendwie wichtig gemacht, sondern hat gesagt, ich kann keinen Traum auslegen, aber Gott ist es, der es machen kann. Und ist zu seinem Gott gestanden. Und ich denke mir, wir sehen hier in dieser ganzen Entwicklung, dass einfach Josef ein Mann war, der vergeben hat. Also sein Charakter war geprägt von Vergebung. Er hat keine Bitterkeit zugelassen. Er war ein Mann, der auch Geduld gelernt hat. Stellt euch vor, in diesem Gefängnis drinnen. Er wurde vergessen, er hat Geduld, er hat Ausharren gelernt. Er hat Demut gelernt oder er hat unter widrigen Umständen gedient. Er hat Hingabe gelernt. Also er hat sich trotzdem bemüht, obwohl es nicht so gelaufen ist, wie er gedacht hat. Er hat Treue gelernt. Also all diese Charaktereigenschaften hat Gott in sein Leben hineingelegt. Nicht im Haus seines Vaters, sondern in diesen ganzen Situationen und Stationen, in denen er gewesen ist. Und es hat eigentlich immer schlimmer ausgeschaut. Oder? Er ist vom Haus des Vaters in diese Grube gegangen. Zu diesen Sklavenhändlern, zu diesem Haus Potiphars und schlussendlich ins Gefängnis gekommen. Und Gott konnte ihn an einem Tag, ich sage jetzt mal, in diese Autoritätsposition erheben im Palast. Und wir sehen dann später, dass er hat dann das alles organisiert. Er hat 7 Jahre, waren gute Jahre, dann gab es 7 Hungerjahre. Und seine Brüder sind dann gekommen. Und ich finde interessant, was dort auch, also wie das passiert ist und wie er sich dann ihnen offenbart hat. Also er hat sich nicht gleich offenbart, sondern hat sich später offenbart und sie sind dann zu ihm gekommen und er hat sie alle so hingesetzt nach ihrer Ordnung. Sie haben sich dann gewundert, ja, warum sitzen jetzt alle nach unserem Alter hier an diesem Tisch? Aber sie haben ihn nicht erkannt. Sie dachten, Josef wäre tot. Und
Später hat er dann auch gezeigt, dass er diese Vergebung gehabt hat. Also vielleicht kann ich euch das noch kurz vorlesen mit dieser diese Begegnung, also wo sich Josef dann gezeigt hat. Ich muss kurz schauen, wo das ist. Also es heißt hier im Vers 45, Vers 1, da konnte Josef nicht länger an sich halten, vor allem die um ihn herstanden, und er rief, lasst jedermann von mir hinausgehen, und stand kein Mensch bei ihm, als sich Josef seinen Brüdern zu erkennen gab. Und er weinte laut, dass es die Ägypter und das Haus des Pharao hörten, und er sprach zu seinen Brüdern, ich bin Josef, lebt mein Vater noch? Und seine Brüder konnten ihm nicht antworten, so erschraken sie vor seinem Angesicht. Also stellt euch vor, sie sind da vor diesem Mann, vor diesem, sag jetzt einmal, Minister von Ägypten, und sie sind schon das zweite Mal hier zu ihm gekommen, und er hat sie ja beschuldigt gehabt, er hat gesagt, ihr habt mir einen Becher gestohlen, und euer jüngster Bruder muss jetzt hier bleiben. Und der Juda hat dann zu ihm gesagt, ja, hat dann die ganze Geschichte aufgerollt, er hat gesagt, unser Vater wollte uns den Jüngsten nicht mitgeben, weil sein Bruder ist bereits gestorben, und er hat gesagt, sein Herz würde zerreißen und so weiter. Und dann konnte eben Josef nicht mehr zurückhalten und musste sich zu erkennen geben. Und stellt euch vor, sie haben jetzt Josef erkannt in diesem Minister. Also sie erschraken vor seinem Angesicht und dachten sich, ja, jetzt sind wir des Todes, der wird sich an uns rächen, der wird uns fertig machen und so weiter. Er aber sprach zu seinen Brüdern, tretet doch her zu mir. Und sie traten herzu, und er sprach, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Also er hat gesagt, ihr habt mich verkauft, ihr habt Geld gemacht mit mir, ihr habt mich als euren Bruder den Feinden ausgeliefert. Und er sagt, und nun bekümmert euch nicht und denkt nicht, dass ich darum zürne, dass ihr mich hierher verkauft habt, denn um eures Lebens willen hat mich Gott vor euch hergesandt. Also er sagt, ich bin nicht mehr zornig gegenüber euch, ich habe euch vergeben, und hinter dem Ganzen steckt eigentlich nicht eure Bosheit, es war eigentlich nicht in eurem Herzen drinnen, sondern Gottes Plan war es, dass ich hierher verkauft wurde. Also er konnte in seinen ganzen Umständen, in seinen schwierigsten Situationen Gottes Hand erkennen und auch Gottes Plan erkennen. Und ich denke mir, wenn wir zurückblicken in unserem Leben und oft auf schwierige Situationen zurückschauen, können wir im Nachhinein einfach oft Gottes Plan darin erkennen und sehen, okay, Gott hat mit dem etwas bewirkt. Es war mitten in dieser Situation extrem schwierig, aber ich sehe im Nachhinein, was Gott dadurch bewirkt hat und wo er mich hingeführt hat. Und manche Leute sagen auch, ja, wenn ich das nicht durchlebt hätte, dann wäre ich nicht derjenige, der ich heute bin, dann könnte ich die Leute nicht verstehen, die dieses Problem haben und so weiter. Und Gott hat einfach, er formt unseren Charakter durch schwierige Umstände. Und es ist dann so, dass die ganze, also Jakob und das ganze Volk Israel ist nach Ägypten gekommen, und Josef hat sie versorgt. Und nachdem dann der Vater gestorben ist, hatten die Brüder immer noch Angst. Also sie dachten sich, jetzt Josef ist jetzt ruhig gewesen, solange der Vater lebt, aber jetzt wird er sich rächen, jetzt wird sein Zorn durchbrechen, jetzt wird er uns das heimzahlen, was wir gemacht haben. Und es steht dann hier im 1. Mose 50, 15, die Brüder Josefs aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war, und sprachen, Josef könnte uns Gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. Darum ließen sie ihm sagen, dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach, so sollt ihr zu Josef sagen, vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes deines Vaters. Aber Josef weinte, als sie solches zu ihm sagten. Und seine Brüder gingen hin und fielen vor ihm nieder und sprachen, siehe, wir sind deine Knechte. Also sie wären bereit gewesen, Knechte zu sein, nicht mehr frei zu sein. Sie haben gesagt, dein Vater hat schlussendlich noch erfahren von dem, was wir dir angetan haben. Also ich weiß nicht, ob er es erfahren hat, ob Jakob das wirklich jemals erfahren hat, was sie gemacht haben, oder ob sie das für sich behalten haben. Aber es heißt dann hier, sie waren bereit, also sie hatten einfach Angst vor ihrem Bruder, sie waren bereit, seine Knechte zu werden. Josef aber sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, stehe ich denn an Gottes statt?
Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedacht es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. Also er sagt hier, euer Plan war ein böser Plan mit mir. Ihr habt mir meinen Mantel heruntergerissen. Ihr habt in eurem Neid und in eurem Zorn, in eurem Hass eigentlich meine Salbung, meine Stellung in den Boden getreten. Aber er sagt, Gott hatte einen anderen Plan. Er hat mich nie verlassen, er ist immer hinter mir gestanden, egal in welcher Situation ich war, egal durch welches Todestal ich gegangen bin. Er hat sein Stecken und Stab haben mich immer getröstet. Und er sagt dann hier, dass ihr habt es böse gemeint, Gott hat es aber gut gemeint. Er hat aus all diesem Schlechten etwas Gutes bewirkt. Und er sagt, das Ziel schlussendlich war es, am Leben zu erhalten, ein großes Volk. Also Josef war derjenige, ohne ihn wären die Israeliten wahrscheinlich an Hunger gestorben. Und er war dieses Instrument, das Gott verwendet hat, um das ganze Volk Israel zu versorgen in dieser Hungersnot, zu retten in dem Sinn, und ist dadurch auch ein Bild für Jesus Christus. Also wir sehen viele Parallelen im Leben von Josef, auch mit Jesus. Und er ist einfach dieser Charakter, den Gott in ihm geformt hat, wäre nicht so geworden, wenn er nicht all diese Dinge durchgemacht hätte. Oder? Also wir sehen, wenn wir durch schwierige Umstände gehen, legt der Herr einfach Charakter in uns hinein. Also es ist dieser Punkt Charakter, und vielleicht ganz am Schluss noch, der Herr möchte dann diesen Charakter in uns entwickeln und er möchte uns einen Einfluss geben. Also der Herr möchte durch dich in der Welt wirken, er möchte durch dich scheinen. Jesus selbst sagt von sich, ich bin das Licht der Welt, und er sagt dann auch zu seinen Jüngern, ihr seid das Licht der Welt. Also wir tragen das Licht Gottes in uns, und der Herr möchte sein Licht durch uns strahlen lassen. Er möchte durch uns die Finsternis der Welt erhellen, und er möchte einfach durch uns diesen Einfluss machen. Also er hat jedem von uns einen Einflussbereich gegeben, und er möchte, dass wir das auch nutzen bei unserer Arbeit, in der Nachbarschaft, in der Familie, in der Gemeinde, wo auch immer. Und er möchte durch uns einfach seinen Charakter zeigen, sein Licht scheinen lassen. Und der Paulus zum Beispiel schreibt auch, dass wir Briefe sind Christi. Also wir sind Briefe nicht mit Tinte auf Papier geschrieben, sondern mit dem Heiligen Geist in unsere Herzen geschrieben. Oder der Herr schreibt durch uns, also jeder von uns ist ein Brief Christi. Und die Menschen lesen uns. Wenn die Menschen wissen, dass wir Christen sind, werden wir besonders genau gelesen, wir werden besonders genau beurteilt. Und die Menschen sollen, wenn sie uns lesen, wenn sie uns sehen, wenn sie uns beobachten, den Charakter Christi in uns sehen, die Natur des Lammes in uns sehen. Und ich denke mir, das ist einfach ein Prozess. Okay, also ich bin am Ende von diesen Themen Natur, Charakter, Einfluss. Die Natur des Lammes betrifft eher unseren Geist, den Charakter betrifft eher unsere Seele, und der Einfluss betrifft dann eher einfach unser Leben in der Welt, dass der Herr eben durch diese Lammesnatur, durch seinen Charakter in uns in der Welt Einfluss gewinnen möchte und sich offenbaren möchte, indem er uns zu Briefen Christi macht.